Am 26. November tagt erneut der Beirat der Bundesnetzagentur. Als deren Mitglied werde ich daran teilnehmen und ich weiß jetzt schon, ich werde mich tierisch aufregen, denn dort werden die 5G-Versteigerungskriterien das letzte Mal vorgestellt. 5G ist der schnellste Mobilfunkstandard und wir wollen den natürlich bezahlbar für alle und überall im Land haben. Das kommt mit diesen Kriterien nicht. Es wird ein Netz für Reiche, denn Reseller haben keinen Rechtsanspruch, preiswerte Angebote an Kunden weiterzugeben. Das heißt, Aldi Talk, Klarmobil, alle die günstiger sind, werden schlechte Karten haben. Und es wird ein Netz für Städter werden, denn es gibt kein einziges Kriterium in diesem dicken, fetten Katalog, der vorschreibt, bis wann so und so viele Prozent Haushalte oder so und so viele Anteile der Fläche Deutschlands 5G haben sollen. Auch wenn ihr es irgendwo gelesen oder gehört habt, es steht nicht drin. Das heißt, wir kriegen ein Netz, 5G, das schnellste Netz für Reiche und für Städter. Ich finde das nicht okay.